Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, da sind wir nun wieder live und dieses Mal haben wir ja was ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar sind wir heute hier, um euch ein bisschen was zu zeigen und auch ich werde wahrscheinlich so einiges lernen. Und zwar haben wir heute die Jungs von der Blue to the Sailing Academy dabei und die werden mit uns ein Skippertraining machen. Wir werden über Skippertrainings sprechen, wie man heutzutage Skippertrainings macht, auch wenn man zum Beispiel nicht eben auf dem Schiff ist. Aber wir werden auch darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, sich Skippertraining technisch fit zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Ich hoffe auch, dass alles funktioniert, dass die Technik soweit funktioniert und sehe hier auch schon, dass der ein oder andere dabei ist und uns auch schon hier grüßt. Das freut mich sehr. Und bevor ich jetzt hier selber so viel spreche, ich habe hier im Hintergrund schon die Jungs, den Michi und den Jules dabei. Die können, ja, die sind jetzt nur noch nicht sichtbar. Ich sehe sie schon und die schalte ich jetzt einfach mit dazu. Schauen wir mal. Einmal da. Michi, servus. Und der Jules. Servus alle zusammen. Ja, wäre super, wenn einer von euch, die jetzt gerade zuschauen, vielleicht mal ganz kurz sagen, ob alles passt, ob sowohl auf YouTube oder vielleicht eben auch auf Facebook unser Stream gerade durchläuft. Ich habe ja hier so einige schöne Geschichten, die ich gleich mal so ein bisschen einblenden kann. Also toll, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich sehe auch, dass einige, viele dieses Mal wirklich live mit dabei sind. Das freut mich sehr. Und ja, jetzt bin ich mal auch gespannt, was unsere zwei Gäste heute so alles zu erzählen haben. Ich würde vielleicht am Anfang einfach mal ganz kurz mit euch sprechen, Michi, wie zum Beispiel das letzte Jahr so war in Bezug auf Skippertraining. Vielleicht stellt ihr euch erstmal ein bisschen vor und erzählt, was ihr so macht und dann, dann legen wir auch so langsam los. Ich denke mal so 10 Minuten, Viertelstunde sprechen wir allgemein über das Thema Skippertraining und dann legen wir mal richtig mit so einer Online-Einheit los. Michi, dann start du doch mal. Ja, also die Pluto gibt es seit 10 Jahren und wir haben auch begonnen wirklich mit Hafenmanöver und die Firma ist gewachsen. Der Julian unterstützt mich natürlich tatkräftig, wirklich vor Ort. Wir haben 4 Stützpunkte, wo wir unsere Trainings auch durchführen. Du hast gefragt zum letzten Jahr, natürlich die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben doch trotz der Corona-Krise, haben wir eben mit unseren digitalen Unterlagen, sagen wir die Kurve gekratzt. Ja, wir haben sehr viel Online-Kurse gemacht. Wir haben auch FP2-Kurse online, die laufen. Aber wie du es richtig gesagt hast, die Praxis, die kann man einfach nicht ersetzen. Also ich kann nicht einen Simulator kaufen und dann glauben, ich parke das Schiff ein. Und der Julian hat ein bisschen Internetprobleme, weil er gerade im Grunde beim Refit der Schiffe ist. Aber jetzt haben wir ihn doch zugeschalten. Ja, und der Julian ist auch verantwortlicher für die ganzen Trainer. Und das ist ja ganz wichtig, dass wir da auch ein Konzept dahinter haben. Ja, vielleicht, dass der Julian ganz kurz auch sagt, wie es mit den Schiffen ausschaut. Und dann würde ich sagen, starten wir schnell in unsere virtuelle Welt und da haben wir einige gute Sachen für heute vorbereitet. Ja, das hört sich gut an. Julian, erzähl du doch mal ganz kurz, was machst du und wo kommst du her, beziehungsweise was ist deine Aufgabe bei euch? ich habe ein kleines Problem, ich habe jetzt nicht gehört, was der Michi gesagt hat. Ehrlich? Also ich habe es gehört. Also er hat nur gut über dich gesprochen, ja? Aber hast du mich schon vorher gehört? Mich hörst du jetzt auch, oder? Jetzt höre ich dich super, aber ich sehe den Michi nicht und ich höre nicht. Ehrlich? Immer noch nicht? Nein. Die Frage ist, sehen den Michi die anderen? Ich denke aber mal schon. Es macht aber nichts. Jules, erzähl du doch einfach mal, was deine Aufgabe bei der Blue to the Sailing Academy ist. Ich wollte gerade sagen, es macht nichts, wenn ich mich nicht sehe, ich sehe ihn so viel und wir arbeiten so viel gemeinsam, also ist aber nicht so schlimm. Naja, ich bin ein Partner von Michi, bin für die Ausbildung in Kroatien verantwortlich, schaue, dass die Trainerqualität passt, dass die Ausbildung vor Ort passt. Jetzt haben wir 2 neue Standorte auch in Italien und da bin ich fest dahinter. Bin jetzt auch gerade in Italien, wir servicen gerade unsere Schiffe, kriegen alles neue Garmin-Geräte auf die Boote. Und da haben wir gerade sehr viel zu tun. Christian Kagel ist hier, der Daniel ist hier. Also haben wir ganz viel Spaß. Sehr cool, ja. Und du bist jetzt gerade tatsächlich quasi schön am Meer. Ist das richtig, ne? Ja, genau. Also jetzt gerade nicht. Ich habe in Italien irgendwo gutes Internet suchen müssen. Ich hoffe, ihr versteht es mir gut. Das ist in Italien nicht ganz so leicht. Aber ich bin gerade in San Andrea und habe den ganzen Tag auf den Schiffen gearbeitet.
Ah, also ich kriege hier vom Peter, der schreibt, wir können euch alle drei top sehen und hören. Das ist wunderbar, genau so soll es natürlich sein. Ton ist auch wieder top, lese ich hier. Also ich habe hier schon so viele Kommentare, ich kann die jetzt gar nicht alle einblenden. Wirklich an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an all die Zuschauer. Und wirklich, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann liked auf jeden Fall die Sendung. Das ist immer toll für uns, das ist wie so ein kleines Lob, ein kleiner Schulterklopfer. Und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, wenn euch das Thema Yachtcharter und mehr Urlaub auf dem Wasser interessiert. Dann haben wir hier jede Woche für euch neue Informationen, sowohl auf Facebook, aber solche Videos in erster Linie auf YouTube. Wie gesagt, abonniert ihn und schaut einfach mal ab und zu rein. Und heute ist natürlich was wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das Thema Skippertraining ist ja tatsächlich etwas, was meiner Meinung nach ja nicht nur interessant ist für diejenigen, die mit dem Segeln anfangen, beziehungsweise jetzt von einer Segeljacht auf einen Katamaran umsteigen und sagen, Mensch, ich möchte da jetzt mal wissen, wie jetzt so ein Katamaran zu fahren ist, sondern es ist ja etwas, was man meiner Meinung nach auch dann tun sollte, wenn man eben schon seit einigen, wenn nicht sogar seit vielen Jahren auf dem Wasser ist. Es gibt ja nicht nur immer wieder was Neues zu lernen, sondern bei so einem Skippertraining, und berichtigt mich da, Jungs, wenn ich da was Falsches sage, ist es ja so, dass manche Manöver einfach mal bis zur Vergasung geübt werden. Dinge, die teilweise beim Chartern einfach eher selten geübt werden oder eher selten gemacht werden, die werden ja dann bei einem Skippertraining quasi dauernd zugemacht, sodass du es dann irgendwann auch wirklich kannst. Und da gibt es ja auch verschiedene Skippertrainings. Es gibt, denke ich mal, Skippertrainings, die jetzt ihr Augenmerk auf das eine und dann ihr Augenmerk auf das andere legen. Das heißt, man muss als geübter Segler jetzt ja kein Skippertraining machen für Anfänger. Vielleicht, Michi, kannst du mal ganz kurz ein bisschen was darüber sprechen, wie denn grundsätzlich mal das Thema Skippertraining bei euch wirklich aufgebaut ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal dazu sagen, ihr seid ja schon etwas Besonderes, weil ihr das Thema Digitalisierung in dieser Geschichte schon seit längerer Zeit vorangetrieben habt. Ja, ich weiß nicht, in weiser Voraussicht, dass wir vielleicht irgendwann mal diese verrückte Zeit hier haben, wo man gerade auf diese Digitalisierung so ein bisschen angewiesen ist. Ihr seid ja da so ein bisschen anders. Und mich interessiert A, was genau bietet ihr da an, und B, welche Sparten gibt es da überhaupt? Also bei den Skippertraining ist es wichtig, ich habe ja immer das Problem Urlaub. Und beim Urlaub soll ich Entspannung haben, wenig Stress haben. Und da haben wir eigentlich immer das Problem, man kommt in einen Hafen rein und dann kommt der Stress. Also auch Leute, die schon lange ihren FP2 oder SKS-Schein haben, haben einfach, ich sag's einmal auf Kärntnerisch, die Hosen voll, ja, wenn ein Wind pfeift und wenn ich irgendwo einpacken muss. Und was wir wollen bei uns bei der Bluetooth, jedes Skippertraining passt man natürlich an die Mannschaft an. Ja, sind das fortgeschrittene Leute? Aber, das kann ich da auch jetzt sagen, viele, die sagen, ich habe 10 Jahre ein Schiff und kann alles, ja, die müssen mehr lernen als zum Beispiel jemand, der bei Null anfängt. Weil okay. Fehler umzulernen, ist oft schwieriger, als bei Null anzufangen. Und so setzen wir bei den Trainings, und da ist eben der Julian verantwortlich, dass wir ein Training so aufbauen, dass die Kunden lernen das Boot kennen, der Trainer lernt aber die Kunden kennen. Das heißt, im ersten Block wissen wir schon, wo wir feilen müssen. Und wir sind sehr analytisch aufgebaut. Das ist vielleicht auch meine Vergangenheit, muss ich dazu sagen, ja, dass wir die Dinge halt so angehen, wenn ich verstehe, was ein Boot tut, ich meine jetzt physikalisch, dann ist der Rest eigentlich ganz einfach. Und das ist das, was wir durch Üben zusammenbringen. Das musst du dir so vorstellen, wie alle Dinge, die du selbstverständlich machst. Ja, genauso wollen wir eben, dass die Leute nach einem Training von uns weggehen und sagen, so, ich traue mir zu, jetzt selber einen Turn zu machen. Und diese Sicherheit wollen wir den Leuten geben. Also finde ich super, hört sich total toll an in meinen Ohren auch. Und wir starten ja jetzt auch gleich. Ich möchte euch gleich aber auch nochmal eine Überraschung quasi mitteilen. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben hier auch ein kleines Geschenk, einen Gutschein für euch.
diejenigen, die einfach diese Art des Skippertrainings, also des digitalen Skippertrainings, interessant finden. Wir haben einen Gutschein für die Apps und im Laufe der Sendung werde ich euch mehr darüber erzählen und werde euch auch zeigen, wo ihr zu diesem Gutschein kommt und auch mit welchem Code. Ich freue mich natürlich, wie gesagt, wenn ihr einfach bei der Sache dranbleibt und zuschaut. Ja, und solange jetzt hier alles läuft und funktioniert, würde ich doch mal sagen, dass wir so langsam einsteigen. Wir haben geplant, dass wir zwei Teile machen und ich denke, beide Teile sind sehr interessant für euch. Zum einen geht es um das Thema Monohull, wo wir ein bestimmtes Manöver durchführen werden und dann werden wir auch Skippertraining, Online-Skippertraining zum Thema Katamaranfahren machen. Ich hatte ursprünglich nur eine halbe Stunde angekündigt, ich bin mir ziemlich sicher und wir wissen es auch inzwischen, es wird ein bisschen länger gehen. Vielen Dank an dieser Stelle wirklich an euch zwei Jungs. Und auch für die Monohull-Fahrer wird es aber interessant sein, die Katamaran-Geschichte sich anzuschauen und umgekehrt. Man weiß ja nie, auf welchem Kahn man irgendwann landet. Insofern würde ich dann tatsächlich jetzt dann einfach mal das Wort an dich geben, Michi. Und ich glaube, du hast schon was vorbereitet. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal deinen Bildschirm hier darstellen. Ne? Ja, vielleicht nur kurz, dass sich alle auskennen. Wir haben gedacht, bevor wir jetzt schnell über alle Manöver drüber gehen, haben wir uns zwei Bereiche herausgenommen, wo wir wirklich ganz im Detail einmal den Bereich Mono, die Anlegemanöver längsseits. Ja? Da möchte ich über alle Manöver mal ein bisschen was erzählen und auch unsere Tipps und Tricks, warum wir gewisse Sachen eben so machen. Und ihr werdet jetzt auch sehen, den Simulator, den wir dort zur Visualisierung verwenden, der ist natürlich auch bei uns bei den Trainings immer an Bord, weil man auch am Abend nach den Trainings dann irgendwann einmal gewisse Manöver durchspielen kann. Ja, und wenn es dort kracht, drücke ich den Reset-Knopf. Ja, dann würde ich sagen, starten wir und wir gehen dann direkt in den Vortrag. Ja. Ich muss mich einfach nochmal ganz kurz und schnell bedanken bei all diesen tollen Kommentaren. Viele von den Kommentaren schließen ja schon darauf, dass man euch kennt und wirklich unglaublich begeisterte Menschen, die hier sagen, hey, das ist total klasse war bei euch. Ich freue mich da unglaublich, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch auch heute die Zeit nehmt, hier mit uns diesen Abend zu verbringen. Und dann, legen wir jetzt einfach mal los. Hier sind wir schon bei deinem Sheet und jetzt überlasse ich das einfach mal dir. Ja, passt. Also wir haben das so gemacht, dass ich die Maus hier gekennzeichnet habe und ich denke, wir steigen ein. Ich werde bei den Grundlagen ganz kurz drüber gehen, weil ich doch da und dort ein paar Begriffe verwenden werde. Ganz kurz vielleicht nochmal an dieser Stelle auch. Ich sehe gerade, zum einen ist der Michi, hängt hier gerade irgendwas mit der Internetverbindung, zum anderen aber auch, ihr werdet natürlich mit Sicherheit auch Fragen haben, die könnt ihr natürlich hier einfach in den Chat reinstellen, wenn ihr Fragen habt, einfach reinstellen. Wir müssen dann immer mal gucken, ob und wie das dann möglich ist, dass wir das entweder direkt währenddessen dann beantworten. Der Michi, der sieht die Fragen natürlich auch. Falls er mich jetzt aktuell gerade hören sollte, Michi, du bist eingefroren. Genau, einfach mal kurz rausgehen und rein, da ist er wieder. Genau, servus Michi. Ich habe nur gerade eben gesagt, dass wir, wenn wir Fragen haben, einfach diese Fragen bitte gerne reinstellen und wir würden dann die Fragen entweder im Zuge der Präsentation beantworten, weil du Fragen auch, oder aber gerne auch im Anschluss. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Fragen mit reinstellt und dann, dann starte ich jetzt einfach mal wieder mit deinem Sheet. Gut, das heißt, wir werden ein bisschen die Grundlagen auch durchgehen, damit alle auch ein bisschen die Begriffe sehen, die ich verwende. Ihr alle kennt wahrscheinlich den Radeffekt und da möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, dass ein Monohull, der hinten im Wasser sitzt, ist ja ein gewichtsstabiles Boot, dass hier diese Wassersäule unten verantwortlich ist dafür, dass das Heck bei Rückwärtsfahrt oder beim Bremsen wirklich hier nach Steuerbord gedrückt wird. Und man sagt zwar, die neuen Boote mit Saildrive haben wenig Radeffekt, stimmt aber nicht. Nämlich genau in der Situation, wo das Boot steht, ja, wird dieser Radeffekt sehr stark und kann gerade ein Anfänger, der in der Nähe von einer Mooring sitzt, natürlich in eine kritische Situation bringen. Ja? Die zweite Technik, die wir beim Mono immer verwenden, ist die Anströmung des Ruderblattes. Und die Anströmung des Ruderblattes ist quasi der Ersatz des Bugstollruders, was heißt, wir machen unsere Training so, dass wir alles ohne Bugstollruder machen. Und man muss sich das so vorstellen, ich gebe einen Impulsgas. Der Impuls heißt 2 bis 3 Sekunden Gas, circa 60%. Und wenn das Ruder eingeschlagen ist, dann bekomme ich eine Drehung ins Boot.
und der Vortrieb ist weg. Deswegen gibt man das Gas nach 2 bis 3 Sekunden weg. Und mit dieser Methode können wir im Grunde die Drehung in der Schiff genau dort bekommen, wo wir es brauchen. Und das ist ganz logisch, weil hier die Schiffsschraube hier Wasser nach hinten strömen lässt und quasi das Ruder und in dem Fall das Heck ausweicht. Ja, und das ist jetzt so, wenn die Schiffsschraube so wie bei einer Welle weiter hinten liegt, ja, dann ist dieser Anströmeneffekt natürlich stärker. Und wenn bei einem Seelreif liegt es circa hier, da ist es dann muss man ein bisschen länger warten. Ja. Und diese zwei Effekte, die nützen wir, ja, auch zum Beispiel beim Drehen am Tellermanöver. Und jetzt schauen wir uns einmal diese Anlegemanöver an. Ich habe da einiges vorbereitet. Wir fangen ganz simpel an. Und das Längssetzmanöver starte ich einmal. Wir haben hier zum Beispiel eine Sambeam 46, hat eine linksgängige Schraube. Das heißt für alle, wenn ich jetzt in Rückwärtsfahrt, also bremse, dann wird das Heck hier in diese Richtung, das heißt nach Steuerbord ausweichen. Und so ein Schokoladenseitenmanöver, so man Schokoladenseite sagt man deswegen, weil das Heck quasi mir zur Mole gedrückt wird beim Bremsen und deswegen ist es die angenehmere Seite. Wichtig ist bei diesem Manöver, ganz, ganz wichtig, wir fahren in einem flachen Winkel zur Mole, werde ich dann gleich erklären, warum, und auch mit einer dosierten Geschwindigkeit. Ja, wir werden dann später sehen, ihr kennt sicher den Spruch, so schnell als nötig, aber der größte Anfängerfehler ist, zu langsam unterwegs zu sein. Wichtig ist, wir fahren jetzt in den flachen Winkel hin mit Ruderfahrt und dann nehmen wir das Gas heraus und ihr werdet sehen, ich werde fast nicht von der Mole weglenken und werde einfach den Radeffekt arbeiten lassen. Das ist das, was wir wollen, weil der Radeffekt bringt Drehung ins Boot. Das heißt, wir wollen hier jetzt nicht mit Volldampf weglenken, weil dann kommt zu viel Drehung ins Schiff und wir würden mit diesem Heck da hinten landen. Jetzt sehen wir den blauen Pfeil. Das heißt, jetzt wird der Radeffekt das Heck hier zur Mole drücken. Ja, und man sieht wunderschön, wie das Boot quasi zur Mole dazu treibt. Wichtig ist, unsere Anfängerfehler, kann ich kurz zusammenfassen, man fährt viel zu schnell zur Mole. Ja, man merkt erst hier bei der Steinmauer, wie schnell man eigentlich unterwegs ist und dann ist es meistens schon zu spät. Der zweite Fehler ist, man fährt zu knapp an die Mole. Ja, man möchte halt so einpacken wie beim Supermarkt. Ja, aber das Schiff hat ja im Wasser eine Trägheit. Das heißt, es wird ja von Haus aus zur Mole getrieben. Ja, und jetzt wird als erstes die Heckleine befestigt. Bei Heckleine ist jetzt zum Stabilisieren gedacht. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist die Heckleine. Wir werden aber dann später sehen, dass es abhängig ist vom Wind, was wir machen. Und das Wichtigste ist bei uns immer stabilisieren. Das heißt, das Boot wird stabilisiert und kann jetzt eben mit Motor, Ruder und dieser Leine stabil gehalten werden. Das ist einmal ganz wichtig. Und jetzt machen wir eine Vorleine und wir werden dann auch noch Vorspring und Achterspring anbringen. Wir machen das eben so, dass wir eine lange Leine nehmen und diese lange Leine, die setzen wir auf unserer Mittelklampe und hier, das heißt, wir haben einfach die Lose hier mit 2 Klampenschlägen hier an der Mittelklampe angezogen. Der Vorteil liegt auf der Hand. Jede Klampe hat ihre eigene Leine und wenn ich wieder aufs Schiff komme, dann kann ich eben die Enden dieser Leine auf das Schiff geben und bin schon fertig. Ja, also das ist wichtig. Ich möchte aber trotzdem auf das Thema eingehen, weil wir immer gefragt werden, ja, kann ich denn so über Nacht liegen bleiben? Die Antwort ist, ich wäre im Grunde genommen dafür, das Wetter anzuschauen. Und wenn der Wetterbericht sagt, es ist alles windstill, dann kann man im Grunde genommen diese Sache riskieren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Situationen. Jetzt unterbreche ich kurz, weil jetzt hat nämlich da jemand gesagt, ob das nicht, der Roland Bittner hat gefragt, ob das nicht die Vorspring genauso gut ist. Du kriegst ein Video dann dazu, warum wir die Vorspring beim Anlegen nicht verwenden, weil es eben zu Situationen gekommen ist, die wir als gefährlich eingeschätzt haben. Aber zeige ich dann später dazu. Ja? Jetzt zeige ich euch einmal ein Video, was passieren kann, wenn zum Beispiel viel Wind ist.
In dem Fall haben wir Schwell, da sind Kollegen von uns, die waren in Rad unterwegs, ja, und haben sich hier an die Mole gelegt. Und wenn wir schauen, was hier für Wellen und Schwell hereinkommt, rate ich jeden ab, so eine Mole aufzusuchen. Ihr kommt vielleicht mit Ach und Krach irgendwie zur Mole dazu, ja, aber ihr kommt nie mehr weg. Also vor allem, wenn der Wind auflandig ist und der Schwell euch gegen die Mole drückt. Und dann bekommt der Begriff Fenderwache natürlich eine andere Bedeutung. Also dem Kollegen sind ein paar Fender eingegangen und ein paar Leinen gerissen. So hat das Ergebnis ausgeschaut. Also bitte aufpassen, bevor ihr längsseits an die Mole geht, kurz und wieder weg. Aber bei solchen Verhältnissen, und die können natürlich in der Nacht auftreten. Das heißt, am Abend kommt man zur Mole, es ist alles in Ordnung und in der Nacht passiert das. Und das ist eine sehr ungute Situation. Ja. Da wird gerade noch, finde ich interessant, die Frage bei dem Beispiel, der Michael sagt, war da jetzt kein Wind, keine Strömung? Wäre das ähnlich, wenn da jetzt mehr Wind wäre oder würdest du da anders damit umgehen? Jetzt bei dem Film, meint er? Vorher, bei der Art und Weise des Anlegens quasi, also ja, genau. In der Simulation. Ganz genau. Ich komme genau auf dieses Thema, genau in zwei Folien zu sprechen. Ja. Wir haben jetzt einmal den Standardfall genommen, wenig Wind, alles okay, alles im grünen Bereich. Dann ist dieses Manöver eigentlich ganz, ganz einfach. Ich werde dann zeigen, wie schnell dieses Schokoladenmanöver aber auch zu Problemen führen kann. Ja? Und ab was für Windstärken ich damit zu kämpfen habe. Ja? Mhm. Jetzt, das haben wir da mal Bavaria 39. Man sieht, hier haben wir ganz, ganz wenig Wind. Das ist jetzt so ein Standardmanöver mit Standardvoraussetzungen. Ihr seht, der Winkel ist immer sehr flach. Jetzt, jeder kann sich einmal fragen, ja, warum kann ich denn da nicht 90 Grad herfahren? Ja, ganz einfach, wenn ich hier 90 Grad herfahre, dann bekommt hier das Boot natürlich eine gewaltige Drehung. Und diese Drehung geht nicht mehr aus dem Schiff heraus. Der Radeffekt würde im Gegensatz noch beim Bremsen diese Drehung noch verstärken und ich habe hinten da Kontakt mit dem Heck. Und jetzt seht ihr auch hier, das ist übrigens Kipper 360, dass ich hier fast nicht von der Mole weglenke, ganz wenig nur, und jetzt nur den Radeffekt arbeiten lasse. Jetzt kommt der Radeffekt und zieht das Heck zur Mole und ihr seht auch, der Abstand war zuerst noch ein Meter, also perfekt. Also so wäre ein Manöver, wenn die Bedingungen, sagen wir, sehr gut sind. Und jetzt zeige ich, das war früher die Frage, warum nicht mit davor springen. Wir haben sehr oft die Situation, dass ein Schiff ja aus irgendwelchen Gründen nicht genau zur Mole herkommt. Das kann der Wind sein, was auch immer. Und wir haben früher auch mit der Vorspring gearbeitet. Man muss aber als Skipper schon sehr gut sein, um diese Vorspring zu handeln. Ich zeige einmal, was passieren kann. Normalerweise machen wir immer die Heckleine zuerst, weil die Stabilisierung da am besten klappt. In unserem Fall sind aber die Herren vorne schneller und er hat hinten noch irgendein Problem bei der Leine. Und jetzt passiert eigentlich genau das, dass zwei Crews arbeiten, jeder das, was er zu tun hat, aber die Zusammenarbeit funktioniert ja nicht. Jetzt wird hier die Vorspring quasi sofort auf Zug festgezogen. Der Skipper hat einen Gasstoß gegeben und schaut, was passiert. Das ist jetzt wenig Gas. Das Schiff geht vorne sofort zur Mole. Ja, es ist zwar nicht viel passiert, weil wir ja schon einen Kugelfender haben, aber diese Situationen haben wir sehr, sehr oft gehabt. Und wenn ich wirklich viel Wind habe und ablandigen Wind, dann muss man, wenn man mit der Vorspring das Boot jetzt ordentlich dazu zu bringen, muss man schon sehr gut sein. Es klappt, aber ich sage, für Anfänger ist das eine ziemliche Herausforderung. Und deswegen haben wir das eben immer zuerst mit der Heckleine, bis das Boot stabil steht und den Rest machen wir dann. Ja? Und jetzt zeige ich euch auch noch, wenn man zu schnell an die Mole heranfährt, ja, das war auch bei einem unserer Trainings, ich sehe, das Erste, was auffällt, viel zu schnell. Das Zweite, was auffällt, der Winkel ist sehr steil und jetzt passiert genau das, was ich vorher gesagt habe. Es kommt viel Drehung ins Boot, das Kipper merkt das natürlich, nimmt das Gas weg, aber ihr werdet sehen, dass diese Drehung quasi nicht mehr aus dem Schiff rauszukriegen ist. Ja. Und das Boot landet im Grunde mit dem Heck da hinten, ja. Und wenn man das natürlich schon weiß, dass man steiler fährt, dann könnte man hinten natürlich hier einen Kugelfender anbringen.
Also das sind so Dinge, die eben auf unserer, wir haben ja da im Jahr fahren wir ja 1000 Hafenmanöver auf unterschiedlichsten Schiffen und da haben wir halt jedes Jahr mit den Trainern immer besprochen, warum ist das passiert und so sind wir eigentlich zu diesen Methoden gekommen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, man kann ja auch gegen den Radeffekt anlegen. Ja, das heißt, ich habe jetzt da auch wieder ein Schiff mit linksgängiger Schraube und jetzt fahre ich aber gegen den Radeffekt her und ihr seht, das ist relativ steil. Und ihr seht auch, dass das Schiff sehr weit von der Mole weg schon gedreht wird. Und jetzt bremst der Radeffekt die Drehung ab, weil der zieht ja da hinaus, der Radeffekt. Das Boot steht hier und durch den Trägheitseffekt wird das Boot jetzt wie mit einem Lift hier zur Mole fahren. Natürlich, wenn ich jetzt ablandigen Wind habe, muss ich das ein bisschen anders fahren, aber nur damit ihr einmal seht, man muss nicht ganz knapp zur Mole dazu fahren, dass die Fender hier da vielleicht schrammen und so. Also das ist zum Beispiel gegen den Radeffekt. Also wann immer ihr sagt, ich habe einen steilen Winkel zur Mole, würde eher das Anlegen gegen den Radeffekt sprechen, weil der Radeffekt die Drehung eben abstoppen würde. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, Ümit, was früher gefragt wurde, was ist mit der Heckleine, wenn ich Wind habe? Ja? Und da habe ich euch einmal folgende Situation gezeigt. Also im Simulator haben wir jetzt 24 Knoten ablandigen Wind eingestellt. Und das ist eigentlich so Standard, was immer passiert. Das Schiff fährt her, man packt das wunderschön ab und sobald das Schiff steht, wird der Bug nach Lee loslaufen. Das ist ganz normal, weil wenn das Schiff steht, ist auch der Lateralwiderstand ist kleiner und das Schiff wird hier im Grunde abtreiben. Und das geht relativ schnell. Und jetzt versucht man natürlich die Heckleine zu werfen, so wie man es vielleicht gelernt hat. Versucht jetzt mit Ruder auflandig oder nach Luf das Schiff hierher zu stabilisieren und das klappt nicht. Und jetzt kann ich euch die Erfahrung mitteilen, bei ungefähr 15 bis 17 Knoten ablandigen Wind hört die Heckleine auf zu funktionieren. Das hängt natürlich jetzt ab davon, ja, ob ich ein starkes Schiff habe, ja, also mit einem starken Motoren, aber auf der anderen Seite, wir wollen ja auch nicht hier mit 90 oder 100 PS das Schiff und die Leine und die Klampe belasten. Also auch hier wäre die Heckleine die falsche Entscheidung. Ja, das wird ungefähr ab 15 Knoten losgehen, je nach Schiff. Ja, und jetzt zeige ich euch eine Klampe, die meiner Meinung nach immer stiefmütterlich behandelt wird. Das ist nämlich die Mittelklampe. Also wir haben sehr viele Manöver, wo wir die Mittelklampe einsetzen, weil der natürliche Drehpunkt eines Schiffes, ja, ist hier in der Mitte. Das heißt, es kann das Heck hier hinten viel leichter ausweichen, wenn das Schiff sich hier um die Mitte dreht. Jetzt machen wir genau das Gleiche. Ja, und der Werner Lindner hat recht, wenn er sagt, gegen den Radeffekt hat auch beim Ablegen Vorteile, weil der Radeffekt mir natürlich beim Ablegen hilft. Ja, ganz korrekt, ja. Aber jetzt haben wir die gleiche Situation. Wir haben 24 Knoten. Jetzt schaut einmal, gleiche Einstellung. Ich brauche jetzt nicht Vollgas. Ich bin ungefähr auf, sagen wir, 50% Gas. Und ich fahre ganz, ganz locker mit der Mittelspring zur Mole. Und wir haben Tests mit verschiedenen Schiffen gemacht. Wir haben dieses Manöver bei 25, 28 Knoten Bögen, ablandigen Wind. Und den Bunat haben wir eben immer Bohrer aus der Richtung. Und das ist mit der Mittelspring ohne irgendeinen Stress gegangen. Also hier habe ich im Grunde auch die Nähe zum Poller, vielleicht ein bisschen besser. Ja. Und auf der anderen Seite, das Schiff reagiert viel besser. Also da könnt ihr auch einmal probieren, beim Anlegen die Mittelspring zu nehmen. Und ich habe gleichzeitig hier eine Vorspring. Die geht natürlich nach hinten. Ja. Also das ist mit dem Wind auf jeden Fall zu beachten. Gut. Dann schaue ich einmal, ob da irgendeine Fragen gekommen sind. Also ich finde es ganz interessant, was hier teilweise kommt. Ich kann leider gar nicht immer alles zeigen, aber wir sind halt Segler, ne? Ist es lustig, was die Martina schreibt, ja, ist der Klassiker, ne? Ich meine, beim Anlegen, dann geht's dann halt los. Gegen den Radeffekt anlegen, was hat er hier geschrieben? Genau, der Werner gegen den Radeffekt anlegen hat beim Ablegen Vorteile.
Genau, da habe ich schon gesagt, also wenn ich gegen den Radeffekt angelegt habe, dann würde mich der Radeffekt beim rückwärts wegfahren natürlich hinten rausdrücken und so braucht man vielleicht gar kein Eindampfen in die Vorspringen, was wir gleich sehen werden, zum Ablegen, ja. Das wird sehr oft benutzt, ja. Ich war früher gesehen, mit Doppelruder ist das nicht so einfach. Ich werde auf das Doppelruder noch ein bisschen eingehen. Kommt in den nächsten Folien, ja. Das ist richtig. Und der Gerhard hat auch recht. Gerhard, schöne Grüße an dieser Stelle. Aber der Wind beim Anlegen macht ja den Skipper zum Helden. Also, wenn alles gut läuft, wird er zum Helden. Aber es gab auch schon die anderen Situationen. Richtig. Ihr kennt es, du sitzt im Hafen, trinkst dein Bierchen und freust dich, wenn dann das nächste Schiff reinfährt und schaust halt so ein bisschen hafenkinomäßig zu. Aber gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Michi. So, jetzt haben wir angelegt und wir wollen jetzt ablegen. Jetzt muss ich natürlich den Klassiker Eindampfen in die Vorspringen natürlich zeigen. Vielleicht eine Variation, die wir machen. Wir haben bei diesem Manöver aufgrund der Tatsache, die ihr früher schon gesehen habt, dass eben wenn Windstöße kommen, ablandig oder auflandig, dass wenn ein Anfänger hier zu viel Gas gibt, dann würde der Bug hier dazu schrammen. Da haben wir schon einige Schäden an Ankern, Positionslichter gehabt. Aus diesem Grund brauchen wir bei diesem Manöver, ist ja typisch, jeder Anfänger sagt, ja, um Gottes Willen, wie soll ich denn da herauskommen? Zwei dicke Katamarane vorne und hinten. Und dieses Manöver lernt man natürlich überall in Deutschland und in Österreich in der Grundausbildung. Ich brauche einen Kugelfender, dann brauche ich eine Vorspring. Tipp von mir, sie sollte über die Mitte des Schiffes geben, dann hat sie genau die richtige Wirkung, dass das Heck auch ohne Widerstand rausgeht. Und ihr seht, wir haben auch hier eine Heckleine. Und zwar die Heckleine machen wir aus folgendem Grund. Wenn ich böigen Wind habe, dann möchte ich ein Schiff haben, was immer das macht, was ich will. Also werde ich das Schiff zuerst in die Heckleine stabilisieren. Und wenn das Schiff mit der Heckleine stabil steht, dann Schritt für Schritt werde ich die Leinenspannung von der Heckleine in die Vorspringen. Und das Schiff macht in jeder Phase genau das, was ich machen möchte. Wenn ich das nur über die Vorspring mache, muss ich immer mit Motor und Ruder ausgleichen, um den Bug quasi bei der Mole zu halten. Und jetzt schauen wir mal, wie das geht. Also ich werde ein bisschen vorspielen. Jetzt habe ich diese Heckleine stabil, das Boot steht stabil und jetzt kann ich langsam diese Heckleine vieren und auch die Annäherung vorne zur Mole so steuern, wie ich das haben möchte. Und falls da was daneben geht, kann der hinten, der Leinenmann, diese Leine sofort auf Zug bringen und das Boot friert sich ein. Und da vorne ist das im Grunde genommen. So, der Klaus schreibt da, Doppelruder ist da quasi Standard, hast du recht. Alle Bavaria ab 2.10 haben Doppelruder, aber die neuesten Bavaria C45 haben wieder Einzelruder. Ja, also es gibt einen Trend wieder zurück. Zurück zum Einzelruder. Zurück zum Einzelruder, ja. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, was besser ist. Achtung! Bleiben wir beim Ablegen. Sisi hat auch Doppelruder, sagt Alex. Ja. Also ich liebe beide und wir haben auch beide in den Manöver eingeplant. Ja. Aber ganz schön sieht man hier, dass hier quasi das Anströmen des Ruderblattes das Heck hier hinausbringt. Ja. Und vorne haben wir im Grunde den Kugelfender, der immer auf Kontakt ist. Und wichtig ist, Fehler, die immer wieder passieren bei dem Manöver, es kommt jetzt das Kommando Leine los. Das heißt, der Skipper möchte schon zurückfahren und sagt einfach zu früh Leine los. Das Schiff ist aber noch in Vorwärtsfahrt. Die vorne sind natürlich Befehlsempfänger. Der macht die Leine los und das Schiff fährt vorne in die Mole rein. Sehr oft passiert bei uns. Deswegen gibt es bei uns immer, bevor das Manöver Leine loskommt, das werden alle wissen, klar bevor Leine, weil das klar dem Skipper auch klar macht, okay, jetzt muss er die Leine klar machen und dann kommt erst das Leine los. Und jetzt fahre ich natürlich gemütlich zurück. Warum fahre ich jetzt langsam zurück? Weil der blaue Pfeil zeigt mir jetzt den Radeffekt an, der natürlich das Heck da zum Cut herbringt. Und damit der Radeffekt schön klein bleibt, fahre ich jetzt ganz gemütlich zurück und kann das Boot da rausdrehen. Also das ist so das Standardmanöver, funktioniert sehr gut. Es ist aber auch bei auflandigem Wind, sagen wir bei 15, 18 Knoten, wird schon langsam eng, das Boot rauszubringen. Und jetzt schauen wir es einmal an, das ist jetzt live gefilmt, das ist auch im Bunad. Und ihr seht, das hinten ist die Heckleine, die Vorspring ist angemacht. Also unser Motto ist, wir verwenden keine Springs beim Anlegen, um ein Boot zu bremsen.
wegen eben diesen Gefahren, dass der Bug eben dazu schnallt, dass es wird die Vorspring erst beim für das Ablegen ausgebracht. Und jetzt sehe ich, hinten wird langsam geviert, damit wir vorne ganz langsam und dezent diese Drehung erzeugen. Jetzt habe ich natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen eingeschalten, damit ich auf meine 25 Minuten komme. Und jetzt sehen wir wunderschön, wie das Heck hier raustritt. Und das ist eigentlich das Standardmanöver. Ich denke, das kennt jeder, der da zuschaut. Und jetzt schauen wir uns einmal an. Jetzt haben wir Boot gewechselt. Jetzt haben wir ein Doppelruder. Das heißt, jetzt werde ich erzählen, wie mir das zum ersten Mal gegangen ist. Ich bin da frisch vom FP2 und habe mir gedacht, jetzt borge ich das schönste Boot aus. Natürlich gar nicht geschaut, dass es Doppelruder hat und habe dann dieses Manöver gemacht. Genau das Gleiche. Und was ist passiert? Ich spiele jetzt ein bisschen vor. Das Boot bleibt in etwa so stehen, ja, und hat jetzt im Grunde genommen, weil die Ruderblätter hier natürlich außen liegen und dieser Anströmeneffekt da teilweise durchfährt, kann dieses Heck nicht weiter sich von der Mole wegdrehen. Ja, und da habe ich gerade bei der Doppelruderanlage jetzt ein Problem bei dem Manöver. Ja? So. Ich will noch mal ganz kurz was sagen, weil jetzt auch die ein oder andere Frage diesbezüglich schon kam zu diesem interessanten Programm, welches du da jetzt gerade nutzt, ja, beziehungsweise zu dem Tool, welches du nutzt. Und ich habe ja vorher schon angekündigt, dass wir, also wir werden gleich all diese Möglichkeiten euch aufzeigen, wie ihr tatsächlich zu Hause selber online üben könnt. Das waren jetzt auch keine Filme, die jetzt irgendwie so gemacht wurden, damit dann alles am Ende passt, sondern es ist wirklich so programmiert, und der Michi wird es jetzt gleich auch nochmal darstellen, dass es sehr authentisch ist, dass es wirklich realitätsgetreu ist, dass man im Trockenen schon mal üben kann. Ich persönlich finde es unglaublich beruhigend, wenn man schon mal die Theorie einfach wirklich mal nachvollziehen und üben kann, so wie ihr das jetzt gerade gesehen habt. Und ihr alle da draußen habt die Möglichkeit, das wirklich im Wohnzimmer zu üben, zu testen und zu machen, bevor ihr dann aufs Wasser geht. Wir werden euch jetzt gleich aufzeigen, wie ihr zu diesem System kommt. Und vor allem vielen Dank an die Bluetooth, dass wir eben auch einen Gutschein bzw. 40 Gutscheine haben, die wir mit einem Rabatt von 20% euch weitergeben können. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was dazu sagen, Michi, bevor es weitergeht. Ja, gerne. Also das Programm selber verwenden wir selber auch für die Schulungen. Das heißt, unsere Trainer werden auf das eingeschult. Und das Wichtigste ist, man kann in diesem virtuellen Skipper-Trainer kann man im Grunde Boote wechseln. Man kann Marinas zusammenbauen, man kann Leinen bedienen und die Physik-Engine ist genauso gebaut, ja, dass sie so reagiert wie ein Boot in Wirklichkeit. Ihr wisst selber, zu 100% schafft man die Physik nicht, ja, aber das ist so, dass man wirklich ein Verständnis darüber bekommt, was würde das Boot tun in diesem Fall. Ja. Da haben wir Wind unterstützt, Strom unterstützt, man kann auch gewisse Situationen abspeichern. Und dieses Programm heißt eben virtueller Skipper-Trainer, ja, mit dem wir da diese ganzen Visualisierungen machen. Ja. Und da sagen wir dann am Ende, würde ich sagen, planen wir dann auch ein, oder der Üsen wird dann kurz einblenden, wo man das dann erwerben kann. Genau, ja? Also ich hab's hier schon mal, ich hab's ja schon mal ganz kurz mit rein. Also es gibt 20% auf die ersten 40 Einkäufe. Das heißt, wenn jetzt einer mehrere Apps haben möchte, dann ist das ein Einkauf. Den Gutscheincode, den findet ihr bei uns auf dem Blogbeitrag über die Online-Skipper-Trainings, findet ihr einfach über yachtcharter-magazin.de/skippertraining. Da kommt dann irgendwann Gutschein und da wird es ganz kurz beschrieben. Da steht dann auch drin, welchen Gutscheincode ihr nehmen könnt und ihr könnt es eingeben. Also ich bin mir ziemlich sicher, ihr alle diejenigen, die jetzt dann heute da jetzt gerade zuschauen und Interesse dran haben, da ist ein Gutscheincode auf jeden Fall für euch mit hinterlegt. Freue mich natürlich sehr, wirklich herzlichen Dank an dieser Stelle an euch, dass wir so eine Möglichkeit eben bekommen haben von euch, weil normalerweise gibt es diese Nachlässe nicht. Das ist jetzt auch nicht so, dass die extrem teuer wären, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall lohnenswert und ich finde es auch wunderbar. Ja, für all diejenigen, die jetzt noch gar nicht wissen, was wir vielleicht als Charterbar-Yachting machen, wir machen ja nicht nur diese Videos, sondern über uns bekommt ihr dann natürlich auch euer Schiff. Wir sind eine Yachtcharter-Agentur und freuen uns jetzt schon auch, dass wir dieses Jahr
endlich mal wieder öfter aufs Wasser können. Letztes Jahr war ja ein bisschen verrückt. Und sobald ihr also euren nächsten Turn plant, meldet euch einfach bei uns und lasst euch von uns das richtige Schiff, vor allem bei dem passenden und richtigen Vercharterer, auswählen und einbuchen. Und um euch richtig darauf vorzubereiten, seid ihr eben bei den Jungs von der Bluetooth Sailing Academy genau richtig. Ja, jetzt ist die Frage, Michi, geht's jetzt weiter hier bei dir oder wie ist das weitere Programm von euch? Ja, da kannst du das Tempo vorgeben. Ich hätte noch ein Manöver, könnt ihr noch zeigen. Super. Wie wir da auch wieder wegkommen mit diesem Boot. Ja? Gerne. Und dann können wir gerne auf den Katamaran übergehen. Ja? Wie sagt man so schön, ich saug alles in mich auf, was ihr da von euch gebt. Ich werde es mir auch nochmal anschauen im Nachgang. Ja, okay. Also, wir wollen jetzt wieder weg und wir haben da so eine Elan 45 gehabt, Elan 50 mit Doppelruder. Und bei den Filmaufnahmen, da habe ich einmal dieses Manöver haben wollen, ja, da war ich der Trainer und man sieht, dass Skipper versucht jetzt hier so wegzufahren und kennt sich jetzt nicht aus, ja, warum das Schiff. Die letzten Wochen hat es sich immer wegbewegt, aber gerade heute hat es sich nicht wegbewegt. Und das Schiff steht kerzengerade so da und tut nichts mehr. Und mehr Gas bringt auch nichts. Wir wissen schon warum, weil es eben ein Doppelruder ist. Ja? Und jetzt zeige ich euch ganz kurz noch, das mache ich jetzt ein bisschen kürzer. Also im Grunde werden wir das Eindampfen in die Vorspring einfach umdrehen. Und das hat auch sehr viele Vorteile. Nämlich, der Skipper hat hinten alles im Überblick. Das heißt, niemand, der vorne am Ausguck steht, ich habe hinten einen Kugelfender und jetzt fahre ich rückwärts in diese Achterspring. Jetzt wird das Boot zur Mole gehen. Ich habe das Ruder eingeschlagen auflandig. Übrigens, bei allen Ablegemanövern wird das Ruder immer auflandig eingestellt. Und man sieht, dass jetzt der Bug sich nach draußen dreht. Und wichtig bei dem Manöver ist nur beim Wegfahren, dass ich einen kurzen Push gebe, dass das Heck hier hinten aus dieser Ecke rauskommt. Ja? Das heißt, ich gebe einen kurzen Push, jetzt geht das Heck weg und jetzt kann man umlenken. Also auch ein sehr, sehr angenehmes Manöver. Funktioniert natürlich auch bei Schiffen mit einem Einzelruder. Ja? Ganz normal. Und jetzt ist mein Lieblingsmanöver, das müsst ihr noch anhören, Ümit, das muss ich unbedingt, klar. Weil beim Skipper-Training sage ich immer, wenn jetzt viel Wind ist und vor allem, wenn die Crew klein ist oder vielleicht nur ein Hand, ja, dann hat man bei dem Schokoladenmanöver, wenn der Wind mit 20 Knoten pfeift, eine richtige Not. Wer steigt aus? Wer macht die Leine? Und jetzt zeige ich euch ein Manöver. Das ist Anlegen mit Mittelspringen. Alle, die bei der Pluto waren, kennen das. Und es wird ja meiner Meinung nach die Mittelklampe viel zu wenig erwähnt. Der Vorteil ist, ich kann jetzt gegen den Wind mit dem Heck anfahren. Der Vorteil ist natürlich, dass der Wind mir den Bug immer vorne haltet. Das heißt, ich brauche mich keine Sorgen machen wegen Abdrift oder dass der Bug nach Lee weggeht. Zweiter Vorteil, das Skipper sieht hinten beim Rückwärtsfahren alles ganz genau, weil er ja hinten sitzt. Und jetzt wird eine Leine von der Mittelklampe vorbereitet, die dann an diesem Boller hier festgemacht wird. Und das Manöver ist wirklich praktisch, weil, ihr habt es ja früher gesehen, die Mittelspringen, da kann ich mit viel weniger Motorleistung das Schiff dazukriegen. Jetzt habe ich die Mittelspringen draußen und jetzt werde ich zuerst einmal auflandig, das heißt zur Mole einschlagen. Und wir sehen, da wo meine Maus steht, da dreht sich das Schiff jetzt. Jetzt sehe ich aber, hoppala. Das Schiff kommt da in Richtung Katamaran ein bisschen zu nahe her. Und jetzt kann man im Grunde auf die andere Seite legen. Und jetzt habe ich eine Parallelverschiebung des Schiffes. Ich kann das parallel weg vom Cut verschieben. Und wenn ich weit genug weg bin, lege ich das Ruder wieder um. Und jetzt kann ich im Grunde das Schiff mit Ruder und mit Gas absolut elegant dazulegen. Und das ist auch ein typisches Einhandmanöver. Und das haben wir probiert bei 25 Knoten ablandigen Wind. Ich war selber Prüfer bei einem Turn, wo wirklich alle Prüflinge versucht haben, bei 25 Knoten anzulegen. Und dann habe ich einmal so ein Manöver gezeigt und jeder hat das gesagt, ja, warum nicht gleich so? Jetzt werden viele sagen, naja, aber da brauche ich mehr Platz. Ja, ihr braucht's in etwa 1,5 Bootslängen. Ihr braucht eine Bootsbreite zum Herfahren
und dann in etwa eine Bootslänge. Also auch nicht viel mehr Platz als bei einem Schokoladenseitenmanöver. Und ich habe gleich eine Vorspring draußen. Also wirklich ein super elegantes Manöver. Probiert es einmal aus, wenn ihr irgendwo eine Mole habt. Jetzt ist mein letzter Film, jetzt schaut das an, wie das live geht. Also ich fahre jetzt da zur Bier. So, Sebastian, da haben wir den Kugelfänger natürlich jetzt weg vom Auspuff. Weil er gefragt hat beim Ablegen mit Mittelklampe, der Kugelfänger sollte aber nicht in der Nähe des Auspuffs sein, ja? Und jetzt sehe ich, jetzt dreht sich das Schiff hier um diesen Punkt, ja? Man sieht das wunderschön. Ja, und jetzt wird sehen, jetzt wird das Ruder einmal kurz auf die andere Seite gelegt, jetzt. Und jetzt merke ich, jetzt passiert diese Parallelverschiebung. Also es dreht sich nicht mehr hier, sondern es dreht sich jetzt um diesen Punkt. Und so kann man das Schiff ganz elegant zur Mole stellen. So, und jetzt bin ich eigentlich, ich sage nur, der Cut ist anders. Das sagt der Julian immer zu mir. Der Julian ist auch unser Cut-Spezialist. Das ist auch der Cut, der inkehrt, ja. Und dann würde ich sagen, wenn ihr noch Lust und Laune habt zu schauen, warum der Cut so anders ist, wo er Vorteile hat bei den Hafenmanövern, dann würde ich sagen, Ümit, gebe ich wieder an die Brücke zurück. Ja, das freut mich schon mal. Vielen herzlichen Dank erstmal an dich wirklich. Ich finde es total genial, total interessant, dir da zuzuschauen, zuzuhören. Und ich muss zugeben, ich bin zwar auch schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Wasser und segel. Und dann siehst du da manchmal solche Dinge und sagst dir, ja, das könnte funktionieren, sollte funktionieren. Und hätte ich das ein oder andere Mal so gemacht, hätte ich mir wahrscheinlich viel mehr Ärger erspart oder vielleicht auch ein bisschen mehr Schweißausbrüche erspart. Das sieht ja echt sehr angenehm aus. Und dieses Programm gibt dir ja die Möglichkeit, dass du wirklich auch die Windverhältnisse entsprechend einstellen kannst. Und das ist wirklich grandios, wirklich toll. Ich freue mich jetzt auch sehr auf die Geschichte mit dem Cut. Bevor es da weitergeht, möchte ich aber auch die Möglichkeit nutzen, einem unserer offiziellen Partner hier noch eine Minute zu geben. Das ist der Partner Spreadshirt, der für uns die Crew-Shirts organisiert, für unsere Kunden die Crew-Shirts individuell bedrucken lässt. Das heißt, du kannst einfach ins Internet gehen, bei denen auf die Seite gehen und sagen, hey, wir sind jetzt 7 Leute auf dem Wasser in Kroatien und du kannst dir dann deine Crew-Shirts individuell zusammenstellen, kinderleicht. Auch meine Kappen, meine Klamotten sind von Spreadshirt. Und da habe ich jetzt einen ganz kurzen Trailer und anschließend steht dann auch schon der Jules in den Startlöchern und dann geht's weiter mit den Katamaranen. Bleibt also dran, in ein paar Sekunden sind wir wieder da. Spreadshirt bietet dir die Möglichkeit, im Handumdrehen individuell gebrandete Crew-Shirts und Accessoires passend für deinen nächsten Turn zu erstellen. Über die eigens für Crew-Shirts erstellte Rubrik kannst du auch gleich deinen Rabatt einsehen, der sich je nach Crewgröße anpasst. Dort gelangst du zu unzähligen maritimen Vorlagen, die du für dein individuelles Design nutzen kannst. Und das Beste? Du kannst auch dein eigenes Logo hochladen und beliebig platzieren. Anschließend versiehst du dein Produkt dann noch mit den gewünschten Schriftzügen und mit nur ein paar Klicks ist die Bestellung perfekt. Den direkten Link zu den Crew-Shirts bei Spreadshirt packe ich dir in die Beschreibung. Und ja, für all diejenigen, die ihren Namen lieber aufgestickt statt aufgedruckt haben möchten, auch das ist möglich bei Spreadshirt. So, da sind wir wieder. Ging ratzfatz. Schön, dass ihr noch alle da seid. Und der Jules ist, wie gesagt, hier jetzt auch in den Startlöchern. Ich ziehe dich jetzt mal ganz kurz hier ins Große rein. Jules, du legst los gleich mit dem Thema Katamaran. Erzähl uns ganz kurz, was du da jetzt quasi machen möchtest und was wir hier jetzt gleich von dir sehen werden. Ja, ich glaube, ich habe es bei Michi das Ganze eh schon gesehen. Wir werden jetzt ein Katamaran-Training machen. Und wir werden uns das Gleiche, was du mich am Mono schon gezeigt hat, am Katamaran ein bisschen üben, anschauen, wie man es machen kann. So, bin ich hier richtig? Ist das dein Bildschirm, ja? Ich hoffe. Ich sehe leider nicht, was du machst. Ich höre nichts und ich sehe nichts. Ah, okay. Aber du siehst, der Cup ist anders, steht da. Das muss deins sein. Das kann überhaupt nicht mehr Michi seins sein. Da bin ich auf jeden Fall schon mal richtig. Hauptsache, der Cup ist anders. Hauptsache, genau. Du kannst deine Geschichte hier steuern. Das ist das Wichtigste. Stimmt das?
seht ihr das? Ja. Wir sehen alles und ich blende hier auch in der Zwischenzeit die ganzen Lobeshymnen von unseren Zuschauern ein. Ich freue mich. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle echt nochmal für jeden Einzelnen, der hier schreibt, der hier kommentiert. Vergesst nicht, eure Fragen reinzustellen. Wir werden auch hier mit dem Katamaran versuchen, eure Fragen zu beantworten, entweder direkt währenddessen oder aber ich blende sie ein. Jules, du siehst die Fragen jetzt, glaube ich, nicht. Ist das richtig? Nein, sehe ich leider nicht. Dann würde ich dich vielleicht ab und zu einfach mal frecherweise unterbrechen und dann vielleicht einfach mal ein bisschen was fragen. Und dann, ja, du wirst es dann ja mitkriegen, wenn ich dann dazwischen rede und dann gehen wir einfach kurz drauf ein. Ich übergebe dir das Wort wieder, sorry. Ja, voll cool. Ja, Entschuldigung, ich bin in Italien und habe da keinen zweiten Bildschirm mit. Ja, Kat ist anders und was mir ganz besonders freut, ist übrigens, ich habe früher ein bisschen mitgelesen bei den Kommentaren, es sind einfach so viele Freunde, Bekannte, fast schon Familienmitglieder mit an Bord. Herzlich willkommen noch einmal und schön, dass wir uns auf dieser Art und Weise sehen. Es ist immer wieder schön, bekannte Gesichter oder bekannte Namen zu sehen. Ja, gehen wir gleich in Medias Res. Der Kat ist anders, der Kat wird immer moderner, immer populärer. In mir persönlich schlagen ja zwei Herzen auf der einen Seite. Ihr wisst es vielleicht, ein ganz begeisterter Regattasegler, Monosegler und doch ein ganz ein großes Herz für einen Katamaran. Ich habe das Katamaran-Training bei uns aufbauen dürfen und bin ganz besonders stolz darauf, dass wir so weit gekommen sind und ich glaube, sehr, sehr viele zufriedene Kunden haben. Der Kat hat den großen Vorteil, er hat viel Platz. Die Handhabung ist dann im Hafen doch ein bisschen anders als beim Mono, als wir es gewöhnt sind. Es ist vieles anders und doch vieles gleich. Er kränkt nicht, ganz praktisch beim Segeln. Viele Mitsegler haben oft Angst vor der Kränkung. Dann ist es irgendwie ein guter Weg, sich ans Segeln zu gewöhnen oder diese Mitsegler ans Segeln zu gewöhnen, die vielleicht noch ein bisschen Angst vor dem Wasser haben und es ein bisschen ungewohnt ist. Deswegen ist er sehr beliebt, auch für den Urlaubsturn, weil man dann auch in den Buchten sehr wenig Tiefgang hat, sehr weit reinfahren kann. Südsee, Karibik ist ja wirklich so quasi das gängige Fahrzeug. Ein großer Vorteil ist vom Katamaran, zwei Maschinen. Ümit, wolltest du was sagen? Nee, ich habe dir nur gerade zugestimmt, sag ja, weil ich mich selbst daran erinnern kann, dass eben einfach manche Reviere so prädestinierte Katamaranreviere sind. Und da habe ich dir nur gerade zugestimmt. Ich muss dazu sagen, wenn der eine immer, also immer wenn ich dich unterbreche, ist immer das Problem, dass dadurch, dass das Mikrofon unterdrückt wird, du mich tatsächlich immer so ein bisschen später erst hörst. Aber wir kriegen das hin, ich bin mir sicher. Klar, auf jeden Fall. Ja. Dann starten wir vielleicht gleich mit dem Training. Schauen wir uns den Katamaran einmal an. Wir alle haben ein bisschen die Meinung im Kopf, wenn man mit dem Katamaran in den Hafen reinfährt, der Katamaran ist super wendig, er kann immer am Teller drehen, mega praktisch, gerade wenn es eng ist. Und das stimmt auch. Es ist super, super praktisch, er kann super drehen. Aber, großer Nachteil, der Kat ist eigentlich fast halb so schwer wie ein Mono in vergleichbarer Größe, aber hat doppelt so viel Windangriffsfläche. Und das ist das, was uns vielleicht in gewissen Momenten schon ein bisschen zu schaffen machen kann. Wir können doch bis 3 Meter pro Sekunde treiben. Das ist schon ganz schön schnell im Hafen. Und da muss man dann wirklich ein bisschen aufpassen, wie geht man mit diesem Problem, sagen wir mal so, um. Es gibt natürlich, sagen wir, Nachteile, aber zu jedem Nachteil gibt es auch ganz viele Vorteile. Und man muss einfach nur die Vorteile herausarbeiten, die Stärken, und dann kann man mit allem umgehen. Wichtig beim Katamaran ist das, er funktioniert eigentlich ganz gleich wie ein Mono. Diese Anströmung vom Schiff, ja, ist extrem wichtig. Ein Flugzeug, das fliegt, ist ganz stabil in der Luft. Ein Fahrradfahrer, der relativ schnell fährt, den kann ruhig einmal auf die Schulter hauen und er wird trotzdem stabil weiterfahren. Fährt das Fahrrad zu langsam, ja, dann wird es extrem instabil, fällt leicht einmal um. Und ganz gleich ist es bei den Booten und auch insbesondere beim Katamaran. Schauen wir uns einmal an, was da passiert. So, sollte ein Video aufgehen. Das tut es auch. Sehr gut. Wir haben hier unseren Kapitän und ganz wichtig, das ist jetzt ein klassisches Ablegen, wie wir es kennen. Ich habe da jetzt gerade ein Problem mit meiner Steuerung. Wohl, geht. Sondern wir haben hier den Steg einfach als Referenz genommen. Ja. Wenn wir mit einem Motor einmal Gas geben, ist der Katamaran noch nicht angeströmt. Er steht, er ist irrsinnig instabil, er ist sehr, hat großen, also Reize von außen wird er sehr schnell aufnehmen. Ja, jetzt geben wir mit einem Motor Gas und der Katamaran, das erste, was er macht, beginnt sich zu drehen. Und je schneller der Katamaran
gefahren wird, desto schneller die Drehung wird, desto mehr wird der äußere Rumpf angeströmt und desto gerader beginnt der Katamaran zu fahren. Jetzt haben wir das Ruder schon leicht eingeschlagen und wir sehen, obwohl hier nur ein Rumpf Gas gibt, ja, wird der Katamaran geradeaus fahren. Und das ist das Wesentliche. Je schneller das Boot wird, desto höher ist die Anströmung, desto stabiler wird der Katamaran im Wasser liegen. Und das ist eigentlich der Zustand, den wir immer erreichen wollen. Ein angeströmter Katamaran. Und da dürfen wir uns auch nicht täuschen lassen, wenn wir eben mit diesem Drehen am Teller arbeiten, dass wir so wenig wie möglich die zwei Maschinen benutzen. Jedes Mal ein Push nach vorne, ein Push nach hinten bedeutet einen Strömungsabriss. Und ein Strömungsabriss ist das, was wir vermeiden wollen. Gut. Standardmäßig, wir wissen, Katamaran kann sich sehr leicht drehen. Das Drehen am Teller, ganz bekannt. Und schauen wir uns das vielleicht einmal ein bisschen im Detail an, wie wir es am richtigsten und am besten im Hafen machen und auch am sichersten. Wir haben hier unseren Katamaran, fahren da in die Hafeneinfahrt rein. Und ganz wichtig, je nach Katamaran-Type, wir müssen eine Spur schneller fahren als mit dem Mono. Die meisten Monos ab einem Knoten Geschwindigkeit sind sie schon angeströmt. Beim Katamaran braucht es 2, 2,5 Knoten, dass man wirklich merkt, der Rumpf ist schön angeströmt, wir sind stabil im Wasser. Jetzt fahren wir hier hinein und die Standardmethode, ich stoppe das Video mal kurz ab, wäre, wir stoppen den Katamaran mit 2 Maschinen ab und beginnen dann zu drehen. Ist im Grunde total richtig und so kann man es auch machen, bei Flaut kein Problem. Aber sobald wir ein bisschen Wind haben, würde dieses Abstoppen des Katamarans sofort einen Strömungsabriss bedeuten. Und ein Strömungsabriss bedeutet, wir fangen sehr schnell zu treiben an. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Bewegungen von einem Katamaran oder von einem Schiff immer fließend passieren. Schauen wir auf einen Bagger auf der Baustelle, ganz das Gleiche. Der Bagger macht ja auch mehrere Bewegungen gemeinsam, das ist eine runde Bewegung und so soll es beim Katamaran auch sein. Deswegen, wenn wir quasi hier in dem Hafenbecken hier umgehen wollen, wir werden nicht den Katamaran zuerst abstoppen und dann das Drehen einleiten, sondern wir werden den Vortrieb, ja, also die Kraft nach vorne, quasi schon zum Drehen nutzen. Schauen wir uns das an. Wir beginnen jetzt absichtlich nur mit einem Motor zu bremsen und weil der Katamaran nach vorne arbeitet und nur einen Rumpf bremst, wird er gleichzeitig zu drehen beginnen. Und wir sehen, während der Katamaran dreht, macht er noch immer Fahrt nach vorne und ist noch immer angeströmt. Und jetzt erst ist der Punkt, ich stoppe nochmal das Video ab, wo der Katamaran zwar schon 25 Grad gedreht hat, aber jetzt ist erst der Moment, wo er wirklich abstoppt und wo es wirklich zu einem quasi Strömungsabriss kommt. Und jetzt sind wir im luftleeren Raum, wo wir auf Kraft von außen sehr sensibel reagieren. Nun werden wir den zweiten Motor dazu schalten. Als kleine Eselsbrücke können wir dann nach hinten schauen und wir sehen, wenn wir hier in den Hafen reinfahren, werden die zwei Rümpfe eine Fahrt durchs Wasser machen. Und da sehen wir hinten die Abdrücke im Wasser. Und wenn der Katamaran drehen anfängt, wenn in dem Fall der linke Rumpf das Fahrwasser des rechten Rumpfes überschreitet, dann haben wir quasi einen Stillstand erreicht und dann legen wir den zweiten Motor circa gleich stark nach vorne ein, wenn wir den anderen Motor nach hinten haben. So, jetzt wird das Schiff drehen beginnen und wir achten einfach drauf, wir schauen nach vorne, wir schauen nach hinten, dass wir wirklich am Stand drehen. Das Drehen am Teller bedeutet ja wirklich auf dem Teller zu drehen und nicht da einen Halbkreis zu fahren, wie beim Mono zum Beispiel. Und jetzt achten wir drauf, wenn wir jetzt wieder hinausfahren wollen, dass wir circa 30 Grad, bevor die zu Ende ist, können wir schon beginnen, die Maschine, die nach hinten arbeitet, der Katamaran wird sich langsam fertig drehen und gleichzeitig wird der äußere Rumpf, in dem Fall der rechte, schon Fahrt aufnehmen, eine Anströmung generieren, stabil werden und nun legen wir den zweiten Motor dazu, Schiff wird stabil und fährt aus der Boxengasse hinaus. Julian, der Werner hat gerade eben gefragt, ob das Ruder immer gerade ist. Ich habe jetzt gesehen, dass das immer, also zumindest in der Simulation, immer gerade war. Ist das korrekt? Genau, da gibt es verschiedene Methoden. Also grundsätzlich, das Ruder bleibt immer gerade und das ist eine super Frage. In den alten Katamaran-Lehrbüchern hat man noch geschrieben, das Ruder ist im Hafen zum Feststellen. Ich sage, das ist bitte nicht mehr so gut. Man sieht es auch bei den neuen Katamaranen. Man dreht es nicht mehr fest. Das gibt es gar nicht mehr, diese Schraube. Ganz wichtig, Ruder bleibt immer in der Mitte.
und wir greifen das Ruder nie an und wir arbeiten nur mit den Maschinen. Okay? Ist auch deswegen, weil sobald der Katamaran wieder beschleunigen anfängt, wieder quasi die Kraft nach vorne aufbaut und die Anströmung bekommt und das Ruder ist quer, wird der Katamaran auf einmal links oder rechts abbiegen und wir wissen eigentlich nicht warum. Ja? Deswegen ganz, ganz wichtig, Ruder bleibt immer in der Mitte. Okay, super. Also sehr, sehr interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass doch sehr viele immer versuchen, über das Ruder hier zu arbeiten. Und du sprichst hier von Strömung und sagst, dass ohne Strömung passiert nichts. Und wenn du das eine gewisse Strömung bekommst, das ist wohl offensichtlich so das A und O bei dem Katamaran. Es hat nämlich auch noch mal jemand am Anfang geschrieben gehabt, der Klaus, dass es doch auch sehr stark driftet quasi, der Cut. Genau, der Cut driftet sehr stark und genau das wollen wir damit verhindern, dass wir konstant in einer Bewegung sind, konstant in einer Anströmung und dass wir dieses Driften verhindern. Wir können uns das gleiche Manöver auch mal bei stärkerem Wind anschauen. Wir haben da, glaube ich, 10 Knoten oder 12 Knoten, was für ein Katamaran schon gar nicht so wenig Wind ist. So, soll es noch aufmachen. Gut, gleiche Situation wie vorher, dass wir vielleicht auf das ein bisschen näher eingehen. Wir sehen hier 16 Knoten Wind. Unser neues Garmin-Gerät funktioniert super, wenn ich eine kleine Werbung machen darf. Und ja, sind auch Partner von uns. Passt. Garmin sind super. Gleiche Situation wie vorher. Wir haben jetzt eben 16 Knoten Seitenwind und viele würden jetzt sagen, au, ich kann ja mit dem Katamaran jetzt nicht mehr da in die enge Boxengasse hineinfahren. Ich treibe ja so schnell ab. Stimmt, ja, wenn wir es falsch machen, auf jeden Fall. Und deswegen ein paar kleine Tricks. Und wir schauen uns an, wie wir es so machen, dass wir wirklich komplett am Stand drehen. Wir fahren rein, wir sehen, wir fahren jetzt schon deutlich schneller. Oder nicht? Ja, jetzt fährt er wieder. Wir sehen, der Lehmmotor hat ein bisschen mehr Kraft nach vorne. Wir haben fast 3,5 Knoten. Und wir schauen, dass wir den Katamaran ein wenig nach Luv anstellen. Wir fahren ein bisschen auf die Luv-Seite der Boxengasse, dass wir einfach mehr Seeraum nach Lee haben, falls irgendwas schief geht. Und jetzt bremsen wir relativ stark. Ich stoppe das Video jetzt nochmal kurz ab. Und ganz wichtig, wir beginnen immer mit dem Wind zu drehen, weil der Katamaran braucht am meisten Kraft, um die Drehung einzuleiten. Das ist der Moment, wo wir wirklich viel Schub brauchen. Sobald einmal diese Trägheit da ist, der Katamaran von alleine dreht, da braucht er nicht mehr so viel Kraft. Ja? Und wir alle wissen, wenn wir unser Schiff parallel zum Wind stellen, so wie jetzt, oder 90 Grad zum Wind, so wie wir jetzt stehen, ein Schiff wird immer über den Bug abtreiben. Der Bug ist leicht, da ist kein Ruder, da ist keine Maschine, da ist einfach nichts. Deswegen auch der Katamaran, so wie der Mono, der Bug schwirrt immer ab, der dreht sich immer vom Wind weg und am Schluss ist der Katamaran wie auf den Schrauben aufgehängt und steht mit dem Heck in den Wind. Deswegen werden wir diese Kraft einmal nutzen. Wir schauen immer, wo können wir uns ein kleines Helferlein suchen. In dem Fall ist es der Wind und wir drehen mit dem Wind. Schiff fängt jetzt zu drehen an, wir arbeiten mit einer Maschine nach hinten und wenn wir merken, der Katamaran steht, fangen wir einfach ganz stark nach hinten Schub zu geben an und wir sehen nach vorne, geben wir kaum Schub. Warum? Weil wir sehen diesen großen Pfeil, der Wind schiebt die unseren Bug von alleine nach Lee, da braucht man nicht viel helfen, aber was müssen wir machen? Der Pfeil zeigt schon in die richtige Richtung. Wir müssen unseren Katamaran nach Luft ziehen, wir müssen gegen den Wind ziehen und wir müssen schauen, dass wir wirklich hier auf der Stelle bleiben und nicht hier abtreiben. Würden wir diesen Pfeil, also mehr Schub nach vorne geben, würden sich diese Pfeile hier addieren und wir würden einfach gerade in die Lehschiffe hineinfahren. Deswegen, Cut dreht sich, ich gehe jetzt wieder weiter im Video. Jetzt dreht er und wir sehen, die Maschine arbeitet sehr, sehr stark nach hinten. Wir kommen immer weiter nach Luft und jetzt sind wir quasi mit dem Heck durch den Wind gedreht. Jetzt müssen wir mit dem Lehmotor, ich stoppe nochmal ab, mit dem Lehmotor verstärkt den Bug gegen den Wind drücken anfangen. Das ist jetzt natürlich eine härtere Aufgabe. Deswegen kommt jetzt mehr Schub nach vorne. Und wir sehen hier der Pfeil, der trifft schon seitlich aufs Boot auf. Deswegen hilft uns dieser Pfeil vom Luftmotor, vom inneren Motor, der nach hinten zieht, nicht mehr so viel. Da können wir jetzt ein bisschen vom Gas heruntergehen. Und unser Schiff dreht sich fertig. Ja, was wir sehen, ja, wir haben keinen Seeraum nach Lee verloren. Und jetzt ganz ein entscheidender Moment, der ist ganz wichtig zu überbrücken. Ich stoppe jetzt noch einmal ab. Wir sehen, wir fahren jetzt erst 1,4 Knoten und wir werden jetzt bemerken, dadurch, dass wir so langsam sind und wirklich 90 Grad zum Wind stehen, werden wir sehr, sehr schnell treiben. Wir kriegen quasi, in der Militärsprache sagt man, eine Breitseite. Der Wind trifft von der Seite, der schiebt uns richtig nach Lee.
Und deswegen sehr, sehr viel Schub am Lehmmotor, am rechten Motor in dem Fall. Und jetzt beschleunigen wir langsam. Langsam haben wir schon 2 Knoten und wir sehen, das Boot wird sukzessive immer stabiler, haltet seinen Kurs und jetzt 2,5 Knoten oder fast 3 schon und wir treiben kaum mehr nach Lee ab. Und wir haben die Mittellinie unserer Boxengasse nie überschritten. Ja, und das ist das Wesentliche, auf das wir achten sollen. Ja, immer eine gewisse Anströmung im Schiff zu halten, immer eine Bewegung und immer zu schauen, wann verwenden wir welchen Motor. Cool. So. Eine Frage habe ich da gerade, beziehungsweise nicht meine Frage, sondern es ist die Frage von Benefits. Der hat, als du gerade oder als wir vorher gesprochen hatten, noch darüber, das Ruder festzuschrauben, sagt er, schlägt das Ruder nicht schnell um beim Rückwärtsfahrt ohne fixiertem Ruder? Also wir kennen das ja alle, du fährst rückwärts und dann, wenn das Ruder irgendwie ein bisschen was von der Strömung bekommt, dann tut es mal einen Schlag und dann schlägt es komplett um. Wie ist das da? Bei den neuen Katamarans merkt man es kaum mehr, die haben alle hydraulische Ruderanlagen. Bei den älteren, klar, merkt man es noch, man merkt es beim Mono, dass es da immer einen Schlag gibt, man merkt es auch beim Katamaran. Vielleicht, wenn man jetzt nicht so ein kräftiger Steuermann ist, man kann ja jemandem sagen, du komm her, halt bitte kurz das Ruder ein. Ich persönlich mache es immer ganz gern mit dem Knie, wir werden es gleich sehen. Da ist auch der heiße Tipp, wenn man es mit dem Knie macht, bitte Knie wirklich schön aufs Ruder raufdrücken. Wenn man es nicht macht, gibt es schöne Brandblasen auf den Knien, habe ich schon sehr viele gehabt. Lernen durch Schmerz, ein sehr effizienter Weg und beim nächsten Mal wird es dann sicher klappen, dass man gescheit andrückt. Okay, aber noch eine ganz kurze Frage, die ich jetzt vielleicht noch dem Michi stellen möchte. Der Michael hat geschrieben oder beziehungsweise hat gefragt, ob auch Trimarane, ob es die auch gibt in der Simulation. Ich weiß ja, es gibt einen Haufen Schiffe. Vielleicht kannst du mal grob was darüber sagen, welche Schiffe überhaupt man sich da aussuchen kann. Kann man sich überhaupt Schiffe aussuchen in der Simulation? Ja, natürlich haben wir Schiffe drinnen und du weißt ja, beim letzten Vortrag, da hat jemand gefragt wegen der Sisi. Richtig. Und die Sisi ist ja auch schon drinnen. Also es gibt im Simulator eben die Möglichkeit, beliebige Schiffe zu inkludieren. Da bin ich für alles offen. Ja, also ich brauche die Schiffsparameter, auch das Verhalten von Schiffe. Und so haben wir auch die Sampim 46 von der Schöckl-Werft mit den ganzen Parametern so inkludiert. Ja, also wir haben, glaube ich, 5 verschiedene Monos mit Doppelruder, verschiedene Längen, verschiedene Radeffekte. Wir haben 2 Katamarane. Der Julian wird eh noch eines zeigen mit einem größeren Katamaran, der sich natürlich, was das Ruder angeht, auch ein bisschen anders verhält und ist natürlich immer erweiterbar. Also Trimarane derzeit nicht, aber wenn die Nachfrage steigt, können wir natürlich auch das realisieren. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Julian, nochmal eine Frage an dich. Und zwar die Bianca schreibt, mit welcher Drehzahl kann ich im Hafen fahren, um diese Manöver zu machen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, Drehzahl XY ist da das Maximale oder kommt auf den Wind drauf an? Oder wie würdest du die beantworten, die Frage? Zuerst einmal bin ich ganz happy, dass ich jetzt mich hier auch gehört habe. Ach so. Und was ja. Funktioniert also. Ich fühl mich nicht mehr so ausgegrenzt. Und das Zweite, übrigens gibt es auch die Sisi zum Probieren im Hafenmanöver-Trainer. Also diejenigen, die einmal mit einer Volvo 65 einparken wollen, das gibt es mittlerweile auch am Trainer. Und zum Thema Drehzahl, ja, ist ganz schwierig zu sagen, wie viel Drehzahl hängt natürlich immer vom Boot, von Maschine, von welcher Propeller ist drauf, ganz viele Faktoren, wie Wind ist, einfach ausprobieren. Vollgas ist es meistens nie, sondern sich langsam hintasten, man merkt eh, wie der Katamaran reagiert. Super, okay, vielen Dank. Ja, du wolltest noch, was heißt du wolltest noch, wir freuen uns noch auf, du bist ja noch nicht fertig mit den Katamaranen, glaube ich, ne? Es gibt noch eine Geschichte, hoffe ich mal. Ich switch gleich mal hier den Bildschirm wieder rüber zu deiner Folie. Ah ja, dann machen wir gleich weiter. Ich habe es, glaube ich, früher eingehend schon erwähnt. Probieren wir jetzt einmal einfach mehrere Manöver zu kombinieren. Ja, und dann schauen wir uns das einmal an. Wie würden wir jetzt quasi rückwärts in... Ich stoppe kurz ab. Wie würden wir jetzt da rückwärts... Wir haben da oben eine Box auf der rechten oberen Seite. Da wollen wir rückwärts reinfahren. Und schauen wir uns einmal so ein Manöver an, wie man das relativ stressfrei machen kann. Ja, wir fahren hier... Auch hier wieder bitte nicht zu langsam fahren. Wir brauchen immer gewisse Geschwindigkeit. Wir wollen nicht in der Boxengasse verhungern. Man sieht es ganz oft, die Katamarane fahren rein. Rechts Gas, links Gas. Bitte nicht. Schauen wir, dass wir eine konstante Geschwindigkeit haben. Und auch hier ganz wichtig,
ich halte jetzt da mit der linken Hand das Ruder. Du Julian, kann ich kurz unterbrechen? Man sieht unten den Katamaran. Kannst du das Video ein bisschen nach oben schieben oder auf Vollbild oder so schalten? Auf F11 drücken nochmal. Okay, warte mal. So, passt das jetzt so? Oder mach kleiner das Fenster. Man sieht jetzt genau die Gashebel nicht und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das sieht. So, passt das jetzt? Nein, nach oben. Dann mach das Fenster einfach kleiner. Okay, warte mal. Einfach den VLM-Player kleiner machen. Ja. So, sieht man es noch immer nicht. Nein, irgendwie sehe ich es unten nicht. Aber den Gashebel sehe ich. Ja, so, okay. So ist gut. Ja, Sätze? Okay, passt. Ja, passt. Super. Danke. Also hier, seht ihr meine Maus eigentlich? Yes. Ja. Jawohl, ja genau, das ist jetzt die Gashebel, das ist jetzt das Steuerrad, wie das Steuerrad gerade steht. Genau, also wir wollen hier reinfahren und vielleicht gehen wir jetzt nochmal kurz nach hinten, dass wir das nochmal anschauen. Ihr seht, wir fahren rein, auch hier, warten wir ganz kurz, also wir gehen jetzt mal in Leerlauf, nutzen ein bisschen die Trägheit des Katamarans, dass er nach vorne treibt und nutzen vielleicht diese Getriebe-Gedenksekunde, dass wir nicht vom Vorwärtsgang gleich auf dem Rückwärtsgang umschalten, sondern da warten wir ein bisschen, der Cut wird ein bisschen auslaufen. Und auch hier ganz wichtig, wir beginnen jetzt nur mit einem Rumpf zu bremsen. Gleiche Situation wie beim Drehen am Teller. Das Drehen am Teller ist ja immer die Basis. Und jetzt beginnt dieser Rumpf hier zu bremsen. Gleichzeitig macht der andere Rumpf nach wie vor Fahrt durchs Wasser. Ich stoppe hier mal ab. Und was jetzt ganz interessant ist, und wenn ihr darauf achtet, ihr werdet jetzt sehen, dass dieses Abstoppen des rechten Rumpfes gleichzeitig die ganze Fahrt uns hier begleiten wird. Nämlich dieser Rumpf hier, der rechte Rumpf, wird zum Außenrumpf, zum Zugrumpf. Der wird uns durch das gesamte Manöver durchziehen und durchbegleiten und wird die konstante Anströmung garantieren, dass unser Katamaran nicht abtreibt. Ja, schauen wir hier. Der Katamaran beginnt zu drehen, wir warten, wir nutzen die Zeit, wir brauchen nichts tun, wir brauchen diesen zweiten Hebel gar nicht mehr anzugreifen. Und wenn wir merken, wir wollen mehr drehen, am anderen Rumpf einfach Schub nach vorne. Wenn wir die Trägheit beibehalten wollen, bleiben wir im Leerlauf. Und wenn wir die Drehung abstoppen wollen, zweiten Hebel auch nach hinten und der Katamaran fährt nach hinten. Und ihr seht, den zweiten Rumpf haben wir nach wie vor nicht verwendet. Und jetzt, wenn wir in die Box reinkommen, können wir langsam in den Leerlauf gehen. Dann langsam einmal nach vorne Ruderfahrt einklicken und so wie wir zum Steg hinkommen, beginnen wir sukzessive zu bremsen. Was ihr jetzt seht oder gesehen habt, ist, dass wir eigentlich kaum Bewegungen hier am Gashebel haben. Wir haben einmal das Abbremsen des Schiffes und die Drehung einleiten mit dem rechten Rumpf gehabt. Ja? Dann haben wir einmal den Motor, also den zweiten Rumpf nach vorne gelegt und haben die Drehung beschleunigt. Haben doch dadurch, dass wir den Hebel in die Mitte getan haben, die Trägheit beibehalten. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt passt die Position, dass wir gerade nach hinten fahren. Dann haben wir den zweiten Hebel nach hinten gelegt und der Katamaran ist gerade nach hinten gefahren. Ihr seht, kaum Bewegungen auf den Gashebeln. Und dadurch, wenn wir uns das vielleicht im Schnelldurchlauf noch einmal anschauen, ich gehe noch mal nach hinten, rede noch mal kurz dazu. Wir kommen eben rein, bremst mit einem Rumpf. Hier, der linke Rumpf macht konstant Fahrt durchs Wasser, ist konstant angeströmt. Ja, jetzt langsam beginnen wir zu stoppen. Jetzt ist ganz ein kurzer Moment, wo es keine Anströmung gibt. Jetzt sind wir im luftleeren Raum und schon beginnt der rechte Rumpf, der den Außenweg hat, weil er jetzt der äußere Rumpf in der Kurve wird, nach hinten zu fahren. Ja, macht schon wieder Fahrt durchs Wasser, gibt meinem Schiff schon eine gewisse Stabilität wieder. Mit dem zweiten Rumpf kontrolliere ich meine Drehung und irgendwann jetzt habe ich genug gedreht. Jetzt ziehe ich nach hinten und mein Schiff fährt wunderbar gerade nach hinten. Was ihr drinnen seht, vielleicht ganz kurz, hier und da gibt es einen leichten Schlag, so wie früher jemand schon gefragt hat. Klar, wird sich nicht verhindern lassen, es ist ein Segelboot. Ja? Und wenn wir jetzt zum Steg kommen, schauen wir nach hinten, der Rumpf, der näher am Steg ist, mit dem beginnen wir zu bremsen. In dem Fall war es der rechte Rumpf. Und jetzt natürlich Leinen drüber und ganz, ganz wichtig, gleich in die Heckleinen einzudampfen. Beim Katamaran noch viel einfacher als beim Mono, der ist noch viel stabiler. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Seitenwind hätten, bis 30 Knoten kann man locker hier eingedampft stehen, ohne dass wir noch Lee abtreiben. Ist wirklich, wirklich super. Da ist er unschlagbar, der Katamaran im Hafen. Gut, gibt es hoffentlich, wow. Gibt's eine Frage dazu? Ümit, hast du es immer so gemacht bei den Malediven-Turn?
Fast. Ich hatte auf den Malediven den Vorteil, da gab es keine Stege. Ich musste quasi so wenig wie möglich Manöver fahren. Aber wenn ich natürlich ich war letztes Jahr in der Türkei auf einem 450er, auf einem Cut und also ich liebe ja auch Katamaranfahren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin ein Fan von Monohulls, keine Frage. Und ich sehe das natürlich auch bei uns in der Agentur. Immer mehr Kunden interessieren sich dafür, auch mal sich einen Katamaran zu chartern. Katamarane waren früher eher weniger in der Charter populär, es wird aber immer mehr. Es liegt logischerweise daran, dass du einfach diesen Luxus hast, dass du sehr viel Platz hast auf den Katamaranen, aber die werden natürlich auch immer flotter, die werden immer auch schöner zu segeln und es gibt auch den einen oder anderen Katamaran, finde ich zumindest, mit dem man auch inzwischen besser Höhe laufen kann, als man so früher mit den Katamaranen konnte, aber in erster Linie ist es natürlich einfach Chartern, es ist Urlaub und ja, auch an dieser Stelle, wenn da einer Interesse hat und mal gucken will, welche Katamarane es wo gibt, geht einfach mal bei uns auf die Webseite charterbar-yachting.de, da könnt ihr euch alle Katamarane auf der ganzen Welt, die wir ausgewählt bei uns im Programm haben. Also wir arbeiten bewusst nicht mit jedem Vercharterer zusammen natürlich, aber eben mit den Vertrauenswürdigen kann man ja einfach mal gucken. Aber was ich ganz interessant finde und das muss ich an dieser Stelle auch wirklich nochmal ansprechen, ist, dass auch das, was du mir jetzt hier gezeigt hast, wirklich auch Dinge sind, die ich vorher, bevor ich euch kannte, so in der Relevanz nicht gesehen habe. Und ich bin schon der Meinung, dass man durch solche wirklich theoretischen Geschichten definitiv sich auch schon mal viel Wissen aneignen kann, welches einem dann später wirklich in der Praxis hilft. Und an dieser Stelle wirklich auch nochmal Dankeschön an euch, denn all dieses Online-Skipper-Training, verschiedenste Apps, verschiedenste Möglichkeiten kann man ja bei euch sich einfach, kann man ja erwerben und wir haben von euch 20% Rabatt auf die ersten 40 Einkäufe. Also beeilt euch, wenn euch das gefällt, was die beiden Jungs hier jetzt gerade gezeigt haben, dann geht bei uns auf unseren Blog unter yachtcharter-magazin.de/skippertraining. Dort findet ihr dann die Gutscheincodes bzw. den Gutscheincode, über den ihr dann 20% auf euren Einkauf bekommt. Das können auch mehrere Apps sein. Die 20% sind auf jeden Fall dann für den gesamten Einkauf gültig. Und das finde ich schon mal total interessant. Eine Frage vielleicht jetzt nochmal. Das ist ja jetzt alles Online-Skippertraining, aber ihr macht ja eben nicht nur Online-Skippertraining. Wie würdet ihr denn das Verhältnis sehen, von der Relevanz, von der Wichtigkeit her. Ich meine, ich denke mal, beides ist toll. Ein richtiges, echtes Skippertraining kann jetzt wahrscheinlich natürlich nicht durch ein Online-Skippertraining ersetzt werden, aber wird es immer mehr nachgefragt, Michi, dieses Online-Skippertraining? Naja, du musst dir das so vorstellen, dass viele Leute vielleicht nur Auffrischung brauchen. Ja, also die haben schon 3-4 Skippertrainings gemacht und möchten vielleicht nur vor einem Turn das auffrischen, vielleicht auch nur die Crew einweisen. Und da ist natürlich so ein Programm zur Einweisung der Crew, der dann vielleicht nur weiß, was der Skipper tut, auch genug. Aber viele Leute brauchen natürlich ein Training, weil es muss viel geübt werden. Und je öfter du ein Manöver machst, desto sicherer wirst du. Und ich sage immer, die Angst kann man besiegen, den Respekt nie. Das heißt, wenn du keine Angst hast, dann wirst du auch kein Blackout bekommen. Und die meisten, sagen wir mal, Unfälle in Marina sind auf Blackouts zurückzuführen, wo man im Grunde dann nicht mehr weiß, was man tut. Ja. Und da hilft natürlich so ein Programm. Und das haben wir gesehen, dass man oft nach einem Trainingstag am Abend, bevor wir oder wenn wir gerade unseren Manöverschluck haben, dass man noch einmal am iPad zum Beispiel oder auf einem Laptop gewisse Situationen noch einmal durchspielen, um die gelernten Dinge zu festigen. Und auch vom Thema Sustainability oder Nachhaltigkeit, ganz wichtig, die Leute können nach dem Training unsere App mit nach Hause nehmen, wo auch zum Beispiel alles, was wir unterrichten, in der App mit vielen Animationen drinnen ist. Und das kann man dann als Auflösung. Das ist eine gute Ergänzung, finde ich, um deine Frage zu beantworten. Ja? Ja, also vielen herzlichen Dank und wie der Gerhard schon schreibt, 20, 25 Knoten beim Anlegen ist beim realen Training ein Turbo fürs Vertrauen, definitiv. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal was, wenn du das einfach mal probiert hast, gemacht hast und dann nicht nur einmal gemacht hast, sondern die Möglichkeit hast, es einfach öfter, immer wieder zu probieren, zu machen und zu tun, dann beugst du natürlich auch gewissen Blackouts vor. Und was ich persönlich jetzt für mich gemerkt habe, war einfach durch dieses Online-Skipper-Training, durch diese App, die ihr da entwickelt habt, einfach theoretische, wie soll ich denn sagen, diese
ich war beruhigt, dass das Manöver, was du ja immer im Kopf hast im Vorfeld, bevor du in den Hafen reinfährst, hast du ja im Kopf, was du machen möchtest, auch bevor du rausfährst, ganz egal, du guckst, wo kommt der Wind her, wie stark ist der Wind, was musst du wem sagen, wer muss was tun, wo sind welche Leinen, und du kannst ja genau diese Situation in Ruhe durchprobieren in der Theorie und dann auch wie bei einem Computerspiel mal schauen, funktioniert es überhaupt oder wieso funktioniert was nicht? Und da muss das gar nicht so 100% genau sein, sondern du merkst einfach, bei welchen Aktionen sich das Schiff wie bewegt. Und das hat mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach beruhigt, bestätigt, manchmal auch überrascht, weil ich mir Situationen rausgesucht hatte, die ich jetzt so auch noch nicht hatte, um einfach mal zu gucken, wie reagiert das Schiff. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an all diejenigen, die zuschauen. Vergesst nicht, holt euch den Gutscheincode, schaut euch an, was es da für Möglichkeiten gibt, was ihr euch runterladen könnt. Nutzt diesen Rabattcode, der uns zur Verfügung gestellt wurde von der Blue to Sail, The Sailing Academy. Und bereitet euch schon mal auf euren Turn vor. Wenn ihr dann fit seid, schaut bei uns auf der Webseite vorbei unter charterbar-yachting.de. Da könnt ihr euch dann euer Schiff raussuchen. Von meiner Seite aus ist es so viel eigentlich. Ich denke, von eurer Seite aus, ihr habt uns sehr, sehr viel heute beigebracht. Also Jules und Michi, wirklich an dieser Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank. Ich mache euch jetzt auch nochmal kurz groß. Der Roland schreibt, bitte auch die App Hafenmanöver erwähnen. Ist bei jedem Turn top. Ja. Ja, kann ich vielleicht ganz kurz erklären, wo die Unterschiede sind. Ja? Also die App Hafenmanöver, das ist wie ein elektronisches Buch, wo nicht nur ein Simulator drinnen ist, ein kleiner, sondern auch im Grunde alles, was ihr euch heute gehört habt, unsere ganzen Erfahrungen sind hier drinnen, da ist alles erklärt. Ja, hier kann man das auch Schritt für Schritt durchspielen und hier ist auch ein kleiner, sagen wir, abgespeckter Simulator drinnen, wo man auch im Grunde alles steuern kann, aber das ist eher so zum Ausprobieren, wenn jemand jetzt nicht so computeraffin ist. Und dann habe ich gelesen, der Unterschied zwischen 2.0 und 1.0 hat jemand gefragt. Ich weiß nicht jetzt, wer das war. Kannst du mir helfen, Ümit? 2.0 und 1.0. Ah, warte mal ganz kurz. Ja, aber ist egal. Die 2.0er-Versionen. Ah ja, genau. Sind, da. Genau, ja. Da. Genau. Die 2.0er-Versionen sind alle cross-plattformfähig. Heißt, einmal gekauft, egal ob auf Windows oder auf Apple oder auf Android, du hast alle Plattformen um einen Preis. Ja. Das heißt, du kannst auf Windows kaufen, dieses Programm, was du jetzt gerade am Bildschirm gehabt hast, und kannst auch auf iPad oder Android das runterladen und den gleichen Code verwenden. Und wir entwickeln natürlich jetzt nur mehr in die 2.0-Version hinein, auch die Anpassungen an die neuen Betriebssysteme von macOS und etc. Das okay. ist so der große Unterschied, ja? Eine Frage habe ich hier noch, die würde ich gerne noch einblenden. Letzte Frage zum Mono. Es wird noch nicht darüber gesprochen, aber die meisten Boote haben heute diese Ausstattung. Wann wird aus eurer Sicht die Bugschraube aktiviert, also das Bugstrahlruder? Wann sollte man jetzt damit agieren im Hafen? Das ist richtig, also gerade eher die größeren Schiffe haben es ja, aber inzwischen auch immer mehr kleinere Schiffe, Monohals haben das Bugstrahlruder. Wann nutzt ihr es? Nutzt ihr es denn überhaupt? Na, als Trainer nutzt man alles, was man hat. Aber ich kann dir eins sagen, wenn man ein Boot chartert und das Bugstrahlruder eines der wichtigsten Dinge ist, weil was jemand Sicherheit gibt, dann muss ich euch enttäuschen. Das Bugstrahlruder, das ist nur eine Sicherheit, die am Papier steht. Wenn ihr das bei einem ordentlichen Skippertraining alles ohne Bugstrahlruder lernt, dann könnt ihr es durchaus verwenden, ja, um eine Kurve in eine Box enger zu machen. Ja. Aber Finger weg vom Bugstrahlruder, in der Box ist ein Mooringfänger. Sobald mit Moorings hantiert wird, ja, dann wird das vorne hineingesogen. Finger weg bei Bojenmanövern, die Fangleinen von den Bojen, die sind meistens unter Wasser. Und zwar genau, wenn ich gegen den Wind anlege, kommt die Fangleine mir entgegen. Und wenn ich dort einmal das Bugstrahlruder drücke, dann habe ich die Leine in der Schraube. Und dann reden wir gleich von 600 bis 800 Euro Schaden. Also wir verwenden es ja, aber bitte lernt es da so, dass man sich nicht auf das Bugstrahlruder verlässt. Ja? Ja. Also wenn ich weiß, ich kann alles ohne Bugstrahlruder, dann bin ich viel sicherer unterwegs, ja?
Ja, also ich denke auch, also für mich ist es Bugstrahlruder, also ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Wenn ich mal so das Zünglein an der Waage brauche und dann einfach vielleicht nochmal so einen kleinen Schub in einer gewissen Situation benötige, dann ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich glaube, dafür ist es auch gedacht, weil ich kenne auch Situationen oder ich kenne auch oder weiß von Kunden, die einfach auch sehr lang da drauf waren, bis die Sicherung durchgebrannt ist, weil dafür sind die eben auch nicht gemacht. Nach ein paar Sekunden sollte man dann eigentlich auch schon wieder den Finger da weglassen. Aber hast du schön beantwortet und genauso würde ich es im Endeffekt auch sehen. Ja, ich sehe hier noch so einige ja, Danksagungen an uns. Tolle Session, danke. Ich freue mich natürlich auch über den Rainer, der da schreibt, schon zweimal bei Charterbar gechartert. Also bei uns, super tolle Gruppe, das freut mich sehr. Viele Grüße hier. Ich spreche jetzt mal für das gesamte Team von uns zurück an dich. Toller Beitrag. Hallo Michi und Julian. Tolles Skippertraining haben sie bei euch erlebt, der Christian, hoffentlich bald wieder. Klar, ich meine, das muss man ja nicht nur einmal machen, im Gegenteil, ich denke, sowas macht Sinn, wenn man immer mal wieder macht, auffrischt. Und Bianca sagt, ich habe viel gelernt, super toll erklärt. Oh, da sagt jemand, ich finde die Gutscheine nicht. Also, jetzt verrate ich es mal so, der Gutschein lautet Charterbar. Ich habe jetzt auch schon, mein Handy hat schon ein paar Mal gebimmelt, also einige sind auf jeden Fall schon eingelöst. Also Frank, einfach auf, also hier unten auch in der Beschreibung vom Video kommt man direkt auf die Bluetooth und dort dann einfach sich was Schönes aussuchen und dann den Gutscheincode Charterbar eingeben. Wieder einmal toller Beitrag. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten viele Dinge hier beantworten, viele Fragen beantworten. Super Vortrag, freue mich auf die nächste Saison. Ja, ich freue mich auch auf die nächste Saison. Wir wollen jetzt endlich mal alle wieder aufs Wasser. Ich denke, es reicht, dass wir jetzt so lange zu Hause waren. Und der Oliver hat gleich zugeschlagen. Ja, das freut mich sehr, sehr. Und der Gerhard macht hier ganz liebe Grüße, schönen Abend. Gut, an dieser Stelle, bevor ich jetzt alles vorlese, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich vor allem, Julian, bei dir, Michi, bei dir für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für diesen tollen Abend. Wirklich, es hat mir persönlich viel gebracht, es hat den Zuschauern viel gebracht. Und gebe euch nochmal kurz das Wort, damit ihr die Möglichkeit habt, euch zu verabschieden. Ja, also ich habe sehr viele Bekannte gesehen, auch von meinem aktuellen FP2-Kurs. Also liebe Grüße, da haben sogar Leute aus dem Flugzeug dazugeschaltet bei der Landung in Hannover, glaube ich. Ja, also die haben am Samstag Prüfung, toi, 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 lernt schön brav. Ja, und Samstag haben wir Prüfung. Und wie gesagt, ich kann nur eins sagen beim Skippertraining als Schlusssatz, low speed, low damage. Das hört sich gut an. Ja. Du nochmal. Jetzt hätte ich drauf gesagt, aber Geschwindigkeit ist Sicherheit. Ja. Auch wieder, ne? Ja, genau, also der goldene Mittelweg, so wie immer. Danke euch auch, so lässig, so viele bekannte Freunde, Familie da. Es ist wirklich, wirklich schön. Der Ralf wollte noch was wissen von der Sisi, zwei, drei Sätze zum Stand. Wie geht's der Sisi? Die Sisi ist gerade am Land, die kommt morgen ins Wasser, ist wieder komplett hergerichtet, kriegt jetzt bald noch einen neuen Look, ein paar neue Sponsoren. Ja, es wird immer professioneller und wir werden immer zuversichtlicher, dass wir es wirklich zum Race schaffen. Also es ist jetzt sehr, 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 sehr konkret schon. Werden ein paar coole Sponsorverträge unterschreiben. Sind wir extrem stolz in der schwierigen Zeit. Und Ocean Race Europe steht vor der Tür. Der Start ist in Gdynia und dann geht es einmal rund um Europa im Frühling. Also sind wir wirklich motiviert und seid dabei und folgt uns. Ja, finde ich super, freut mich sehr. Die Thematik ist ja Ocean Race, also für all diejenigen, die das nicht wissen. Der Jules ist ja auch mehr als nur aktiv für das Austrian Ocean Race Project und die Sisi, da hatten wir ja auch schon das ein oder andere bei uns hier auf YouTube gemacht. Ja, also vielen herzlichen Dank an euch alle, an all diejenigen, die zugeschaut haben und ich hoffe natürlich, wir sehen uns bald wieder. Liked auf jeden Fall unseren Beitrag, folgt uns auf unseren Kanälen, auf YouTube etc. Ich bedanke mich bei euch, ich verabschiede mich von euch allen und freue mich, wenn wir uns jeden Sonntag hier bei uns auf YouTube mit einer neuen Folge sehen und wir werden bald mal wieder natürlich live sein und ich bin mir ziemlich sicher, Jungs, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir, dass wir hier gemeinsam was gemacht haben. Oder was sagt ihr? Machen wir irgendwann mal wieder sowas Ähnliches? Wir sind für euch offen. Das freut mich sehr. Wunderbar. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Macht's gut.